Hey Lieben, bevor ich mit diesem Video starte, eine ganz wichtige Information. Was ich in diesem Video mache, ist eigentlich ein absolutes No-Go und wird bestraft. Ich habe mir im Vorfeld die Genehmigung von Bantor geholt. Das heißt, was ich jetzt tue, durfte ich machen und auch veröffentlichen. Ich habe es wirklich darauf angelegt, vor allen Dingen im zweiten Teil des Videos, es auf die Spitze zu treiben. Und von daher sollte da auch mal eine Antwort gekommen sein, die vielleicht nicht ganz extrem freundlich war. Seht es dem Lieben nach. Alles in allem finde ich, er hat super gut reagiert. Er hat mir aber auch hinterher, als ich mich preisgegeben habe, wer ich bin, gesagt, dass ich so knapp vor einer Strafe stand. So knapp. Also, schreibt Supporter nur an, wenn ihr wirklich Hilfe braucht und wenn ihr wirklich ein Thema habt und geht ihnen nicht auf die Nerven. Die Jungs haben verdammt viel zu tun. Ich habe großen Respekt davor und die meisten von euch wissen gar nicht, was die alles zu tun haben. Von daher, viel Spaß beim Video. Ciao. Meine Lieben, wir sind auf Griefer Games und wir sind mit einem Account hier, den keiner kennt. So, und wir haben Folgendes vor. Wir wollen den lieben Phantom, der ist ja jetzt Supporter, wie ihr wisst, /Support, jetzt mal ein bisschen trollen und ein bisschen Streiche spielen. Und das kommt mir sehr gelegen. Er ist auf Level 15 und da gehen wir erstmal hin. Phantom84, einer meiner treuesten Zuschauer und auch, ja, jemand mir sehr vertraut ist mittlerweile. Der weiß nur nicht, dass ich das hier bin. Portal. Wir gehen mal schauen, CW15, ob wir uns ein bisschen als dummer User darstellen können und mal gucken, was hier so abgeht. Und wie hilfreich denn der liebe Phantom denn überhaupt ist. SG Phantom 84. Hallo. Kannst du mir helfen? Ich habe ein paar Fragen. Einfach nur schreiben, ich habe ein paar Fragen. Ja, wo bekomme ich denn Geld her? Das ist schwierig. Und manchmal kann ich Türen nicht aufmachen. Handeln habe ich versucht, aber einem Spieler will keiner handeln. Oh verdammt, ich habe es in öffentlichen Chat geschrieben. Es ist schwierig, aber nicht unmöglich. Oh nein, jetzt schenkt mir jemand Premium. Das ist nicht fair. Ich wurde gerade rausgeworfen von einem Joey. Sorry. Oh, der hat mir einen Rang geschenkt. Ach ja, komm, ich schreibe ruhig mal ein bisschen falsch. Danke, aber gehen wir zu dem. Wie handelst du? Nein. Für dich ist Handeln leicht. Du bist Team. Wie soll ich die Leute überzeugen? Freundlich sein am Chat beteiligen, das reicht meistens schon. Mache ich viel, aber dann gehen sie. Was ist das hier? Doch alle bei blöden Bots einkaufen. Hast du keinen besseren Tipp? Jetzt hängen wir uns ein bisschen auf dem Thema Handeln auf. Jetzt hängen wir uns ein bisschen auf dem Handeln auf. Du bist doch Support. Kannst du mir nicht beim Verkaufen helfen? Ich krieg kein Herz mehr, Schöne. Das ist aber nicht nett, dass du mit den anderen schreibst, statt mir zu helfen. Ich schreibe dir doch. Oh, okay, dachte, du willst mir nicht helfen, weil du nur so pauschal Antworten gibst.
und dann anderen schreibst. Oh, jetzt bin ich gespannt. Bleibt er chillig oder müssen wir härter werden? Du bist halt nicht der Einzige hier und nein, ich kann keine Verkaufshilfe. Ich bin keine Verkaufshilfe, sondern Supporter für Probleme. Aber das ist ein Problem für mich. Und zwar ein großes. Oder soll ich lieber scammen? Er ist ja nicht verboten. Ja, aber kein Support-Problem. Freundlich ist anders. Wenn du handeln willst, dann freundlich sein und den Chat achten und Geduld haben. Vor 5 Jahren zusammen Felgen geklaut, Alter, und jetzt ist er plötzlich elegant geworden, als ob er nie scheißen geht. Ja, okay. Alles gut. Okay, habe ich verstanden. Dann habe ich ein anderes Problem. Ich kann oft Türen nicht aufmachen, komme dann nicht da rein. Was ist eine 189? Oh je. Das ist ein Minecraft, es gibt ältere, neuere. Ich weiß es nicht. Ich habe Minecraft. Der Server auf 189. Nein, einen Server habe ich keinen. Du verwirrst mich. Evil Dr. 189. Ja, hast du geschrieben. Aber ich verstehe nicht, was eine 189 ist. Das hier im Chat genau zu erklären, das ist schwierig, da manche Wörter geblacklistet sind. Slash R können wir irgendwo reden. Ich weiß nicht. Hast du TS? Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was dich das angeht. TS ist etwas sehr Privates. Ach so, du meintest Teamspeak. Ja, ist egal. Nein, ich habe nur Discord. Ich glaube, der dreht jetzt langsam innerlich durch. Discord geht leider nicht. Oh je. Das mit der Hilfe ist wohl echt so eine Sache auf Reefer Games. Am besten im Forum. Aber ich kann nicht so gut lesen. Mir fehlt die Konzentration mit Z. Ja, aber das ist schon anstrengend und hier muss ich nur schauen, wo du bist. Im Forum muss ich sehr viel lesen. Hast du kein Discord? Ich mache auch nichts Schlimmes. Ich glaube, du lügst. Jeder hat doch Discord. Aber okay, wenn du mir nicht helfen willst. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, das ist das Problem, ha?
Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, weil die weiß ich nicht. Dann suche ich einen anderen. Na, schreib da nochmal. Schreib da nochmal. Danke für deine Uneinsicht. Ist halt doch nur ein Junior. Ich frag mal einen Erwachsenen. Oh, jetzt wird's aber. Oh. Er ist eh schon piss. Er ist eh schon piss. Er schreibt danke für deine Uneinsicht. Und jetzt schreibe ich darauf hin, bist halt doch nur ein Junior. Ich frage mal einen Erwachsenen. Oh Gott, ob der nochmal zurückschreibt oder ob ich jetzt gleich einen Bann bekomme. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Oh bitte, es tut mir so leid, Phantom, wenn du das siehst. Es tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid. Aber ich bin so gut. Nur so zur Info, bin einer der Ältesten im Team. Aber bitte, willst du noch jemanden grüßen? Jetzt ist er bestimmt ganz verwirrt. Wenn ich schreibe ihm einfach, willst du noch jemanden grüßen? Viel Spaß noch auf Creeper Games. Du wurdest nämlich gerade von Rouge83 in einem Video getestet. Du Pappnase. Damit hast du nicht gerechnet, oder? Habe mir extra einen Account geborgt. Ich wollte dir möglichst viel auf den Sack gehen. Habe ich das geschafft? Ja, kannst Charlotte fragen. Darf ich das schneiden und veröffentlichen? Ist das okay für dich? Alles klar. Dann bis zur Premiere. Und Respekt, du bist trotz allem noch recht ruhig geblieben. Und jetzt schaff was. Ja, ihr Lieben, das war's. Wir haben den lieben Phantom84 gut aus Korn genommen. Ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß zuzuschauen, wie es mir gemacht hat, das Ganze zu machen. Und ihr seid nie sicher vor mir, also passt auf. Ciao.